Also wir sind jetzt hier bei Studie Främjandet in Stockholm und ich habe hier Ingrid und sie hat ein ganz tolles Projekt mit Demokratiebildung und Gartenerziehung sozusagen. Ingrid, introduce yourself. Who are you and what are you doing? My name is Ingrid, as you said, and I'm working with adult education here at Studie Främjandet. In the base, I studied business administration a long time ago, and I also worked with theater, but now it's all in for sustainable projects, and especially this project during 3 years, which is called Demokratiodling, Cultivating Democracy. Also sie ist Ingrid, hier in Studie Främjandet war sie früher eigentlich mehr für die Administration zuständig, hat auch viel mit Theater gemacht und ist mittlerweile aber in einem Projekt, das läuft jetzt 3 Jahre. Das heißt Demokratie, also die Kultivierung der Demokratie. Also man gärtnert sozusagen die Demokratie, so könnte man es sagen. So, how does it work, this project? Well, we are aiming at getting young people from the suburban areas to get know more about where the food come from, how they can be sustainable in their lives, being interested in gardening, and also learn about how you organize yourself, how you take place in the society, what it means you have to be part of the society instead of being like outside and looking at it. So this with farming is a very good way of taking a visible place in the local area, and to learn the basis of farming together with the things about democracy and how Swedish democracy developed, and So it's a kind of a metaphor. Yes, we can use Ja, it as a metaphor. also das ganze Projekt ist so eine Art Metapher für, wie Demokratie sich entwickelt, wie eine Gesellschaft sich entwickelt. Das funktioniert ganz ähnlich wie eben in einem Garten. Alles wächst und gedeiht. Und deshalb sollen sie eben wirklich auch gärtnern und sich mit der Nachhaltigkeit auch von Wachstum beschäftigen, wie was passiert, wenn man etwas in den Boden pflanzt und wie breitet sich das aus. Und das ist eben eine Metapher auch für unsere gesellschaftliche Entwicklung. Deshalb kombinieren sie also diese Demokratiebildung mit dem Gärtnern. And how long do they come to you? How many days do they spend with you? Yeah, the course is 2 days, from morning to evening. No, 6 hours, and then we mix practical things outside in the garden, like planting trees, sowing, fertilizing, and then we have a theoretical pa passes also in the sort of classroom where they learn about designing, natural design, about permaculture principles, how everything is connected. We have also the global goals included, of course, and as these young people also had a summer job within the community, they had to pick up garbage, so we put that in the sort of context of the global goals, how important that is also. Okay. Also die jungen Leute, die dort kommen, haben auch in der Gemeinde ein Sozialprojekt, wo sie auch zum Beispiel Müll aufsammeln müssen und sich auch um einen Garten kümmern müssen. Und in diesem Zusammenhang sind sie 2 Tage hier bei Studie Fremjandet und lernen hier ganz viel über eben auch sowas wie Permakultur, über die Global Goals, also diese globalen Ziele, wo auch Nachhaltigkeit ein ganz großes Thema ist. Und so wird also beides kombiniert. Und how old are they? They are between 16 and 23. That was what we found out. We wanted to start off by younger kids, but it was a bit difficult to reach them with this work. They have to be a bit older. And also, we have different views on how well wealth is built because they are in a moment of life where they are building up a more materialistic life. Many have been coming to Sweden or are born by parents that came to Sweden. And we try to discuss these things. For example, we have one question at the moment that you can say, what would you do if you won 1 million kroners, which is like 100,000 euros? And almost everyone say, buy a nice car. And we Nice want, yes. garden. And only my colleague said he wanted to plant trees. But we hope that we can change a bit of that.
Also Sie sind zwischen 16 und 23, die Jugendlichen, die da kommen. Sie hatten zuerst gedacht, vielleicht etwas Jüngere, aber die waren dann noch zu jung. Und Sie hatten auch gedacht, es wäre ein guter Zeitpunkt, wenn eben auch diese 16-Jährigen anfangen, sich mit Materialismus quasi zu beschäftigen. Die wollen dann Dinge haben. Und Sie haben auch immer die Frage, was würdest du mit 1 Million Kronen tun? Das sind ungefähr 100.000 Euro. Die meisten haben leider gesagt, ein Auto kaufen. Und Sie hoffen, dass vielleicht dann der ein oder andere mal auch sagt, einen Garten kaufen oder Bäume pflanzen. Also, we cross our fingers that they will. They are in a difficult age, and it's not the easiest group to engage in these questions. But it is a challenge, and we hope really that we have sowed some seeds in their minds, and also know how to take care of their lives better. You probably did. Also, Sie hoffen, dass Sie ein paar Samen gesetzt haben in das Bewusstsein dieser Jugendlichen, und das hoffen wir natürlich auch und drücken die Daumen. We cross our fingers and wish you good luck with your projects. Tack so mycket for talking with us. Dankeschön. Thank you very much.